War das gut? Ich habe nicht Hallo! Hallo! Liebe Sophia, liebe Steffi, wir dachten, wir antworten euch mal auf euer Video, wo ihr über eure Kurse in Vancouver erzählt und erzählen euch mal, was bei uns hier im spannenden Dieburg so abgegangen ist im Januar. Ja, das Bild ist unscharf. Wir haben noch nicht gelernt, wie man Schärfe zieht im dritten Semester. Nach unserer Silvesterfeier wollte ich eigentlich direkt super produktiv in den Januar starten und mich jeden Tag an den Schnittplatz setzen, weil wir ja gerade unsere MP3-Projekte haben, unsere Dokus. Meine Pläne haben aber nicht so ganz funktioniert, weil ich irgendwie echt unmotiviert war und ich habe mich echt nicht aufrappeln können, irgendwas zu machen. Ich durfte ganz viel transkribieren, das war ganz spaßig. Ich habe ungefähr eine Woche gebraucht, um einen Tag zu transkribieren. Ein Drehtag, oder? Ein Drehtag, ja. Also in Sophias und meiner Doku geht es um Robin, der mit uns studiert. Einfach so sein Traum, Kameramann zu werden. Aber Robin hat ein Handicap, also er hat eine halbseitige Lähmung. Wir wollen in der Doku so ein bisschen untersuchen, wie es ihm damit geht, wie die Leute am Mediencampus bei uns damit umgehen, aber auch, wie es dann später in der Arbeitswelt aussehen wird. Okay, und weil ich dann irgendwann gemerkt habe und auch eingesehen habe, dass das gerade nicht funktioniert mit dem Produktivsein, habe ich halt richtig viel Zeit einfach mit euch verbracht. Und das hat mir letztendlich wieder die Energy gegeben, mich dann doch an mein Projekt zu setzen. Nur aber leider alles umsonst. Aber dazu später. Weil ich mir von vornherein gedacht habe, das ist nicht gut, wenn ich den ganzen Januar nur vom Schnittplatz sitze, habe ich halt anderen Projekten noch zugesagt, dass ich da helfe. Zum Beispiel Wiebke bei ihrer Doku. Also ich behandle in meiner Doku das Thema Spiritualität und der Glaube an was Höheres. Und gleichzeitig will ich die Schnittmenge zwischen spirituellen Menschen und queeren Menschen auffassen und gucken, auf welche Struggles sie dabei stoßen innerhalb der spirituellen Gemeinschaft. Oder es tun sich häufig auch queere Menschen einfach schwer, damit auch Repräsentation zu finden zum Beispiel. Ich habe auch noch bei ein paar anderen Dokus geholfen. Zum Beispiel bei Robins Doku. Der macht eine Doku über Barbershops und er geht halt sehr darauf ein, welchen Stellenwert der Barbershop in der Welt des Mannes hat. Dann habe ich noch der Fabi aus dem ersten Semester geholfen bei ihrem Doku-Porträt über den Straßenmusiker Phoenix. Und dann habe ich noch der Anna bei ihrer MP3-Doku geholfen. Sie macht über die Teestube Jona, das ist ein Projekt in Frankfurt. Die sagen von sich selbst, dass sie praktisch so das Wohnzimmer sind für Menschen, die wohnungslos sind. Die haben da auch die Möglichkeit zu duschen, Wäsche zu machen und bekommen da auch Beratung von Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin. Genau, da habe ich auch Ton gemacht. Dann stand noch was Großes bei uns an. Und zwar haben wir, wir sind ja gerade im dritten Semester, und da haben wir noch das Fach Media Technology. Wir haben eine Sendung gemacht. Wann hat die gespielt? 1920er. Das ist so eine, also es war von Krimi-Dinner inspiriert, ist dann aber in der Konzeptentwicklung eigentlich sehr davon weggerückt. Aber es ist eigentlich schon ein eher szenischer Film, der mit sehr viel Impro-Theater ausgefüllt wird. Und die Geschichte ist auch ungefähr vorgeschrieben, und hat so bestimmte Fixpunkte, aber dazwischen können die Schauspieler und Schauspielerinnen halt frei improvisieren. Generell war das richtig cool, weil wir auch mit den Leuten aus dem Soundstudiengang bei unserem Campus so kooperiert haben. Die konnten als Electives sich praktisch in unsere Live-Sendung einwählen und haben dann die ganzen Kommunikationswege gemacht und den Sendeton abgemischt. Und ich weiß leider, ich habe zu wenig Ahnung davon, dass ich das jetzt komplett wertschätzen könnte, was sie gemacht haben. Aber die waren echt krass. Ich habe Kamera gemacht. Eine von drei. Wie war das Stresslevel für dich? Das Interessante war, dass wir hatten halt Studiokameras, die auf so Pumpen sind, die meistens halt im Studio benutzt werden. Und das war mal was ganz anderes als beim Dokufilm, wo man mit dem Schulterrig rumläuft, oder halt beim szenischen Film, wo man halt auch viel mit Stativ und so arbeitet. Und dann waren wir am Sonntag noch beim Jugendfilmfestival Jung und Abgedreht in Hanau, wo wir für Sophias und Steffis Film Dance with Wir waren da als Vertreterinnen halt da. Genau. Wir haben keine Freigetränke bekommen, by the way. Die an den Filmen beteiligt waren, haben halt ein anderes Bändchen bekommen und die durften dann in so eine Lounge und haben Freigetränke bekommen. Und wir haben das irgendwie halt falsch vermittelt, weil ich war ja eigentlich Teil der Crew, ich war Aufnahmeleitung am Set, aber ich war so da, ja, wir sind als Vertreterin da, und dann haben wir halt diese ganz normalen Loser-Bändchen bekommen. Und dann wollten wir so in die Lounge reinmarschieren, die war so, excuse me, nur mit gelben Bändchen. Und dann sind wir zur Tanke gegangen und haben uns da Kaffee gekauft. Und das waren halt so sehr junge Leute da und auch voll spannend, mit welchen Themen die sich so auseinandergesetzt haben in ihren Filmen. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass
ein bisschen wenig weibliche Filmemacherinnen da waren, weil da irgendwie die Repräsentation ein bisschen gefehlt hat. Also man kann ja nie sagen, was die für Einreichungen bekommen haben. Vielleicht hatten die einfach richtig wenig. Keine Ahnung, das fand ich immer ein bisschen schade, wenn dann so die Feedbackrunden waren und dann waren irgendwie 10 Jungs und ein Mädchen da. Das ist halt irgendwie schade und auch ein bisschen entmutigend, so das zu sehen. Also heute ist gerade der 28. Januar und so in einer Woche ungefähr ist die Abgabe der Doku. Und gestern bin ich so super motiviert, wie jeden Tag in den Tag gestartet. Überschwinglich habe ich meine Festplatte erstmal fallen gelassen. Die ist halt jetzt kaputt. Ich lache, aber innerlich weine ich. Und da war halt mal, also die Rohdaten habe ich gesichert, aber das Projekt halt nicht. Also die Projektdatei, wo ich die Sachen geschnitten habe, ist halt weg. Also es ist halt meine Schuld, deswegen muss ich halt jetzt damit leben, weil man muss halt Backups machen, wenn man Daten produziert. Das ist halt so. Also macht einfach Backups. Vielleicht, ihr könnt auch alternativ eure Platte einfach nicht runterschmeißen, so wie ich es gemacht habe. Was ich gelernt habe diesen Januar, dass ich aktuell einfach zu wenig Pause mache und auf jeden Fall zu wenig Abstand von den Projekten nehme, die ich mache. Ich will jetzt auf jeden Fall, nachdem ich jetzt die Doku neu geschnitten habe, will ich mir echt eine längere Zeit frei nehmen, für mich nehmen, keine Projekte annehmen und einfach mal so gucken, wie ich das in Zukunft handle. Und der Januar hat es mir nochmal so gezeigt, ich muss echt lernen, dass ich irgendwie das besser einschätzen kann, wie viele Projekte mir gut tun. Also ich denke mir einfach mittlerweile, es ist es nicht wert. Warum studiere ich, warum mache ich Filme? Nicht um jeden Tag halt mega gestresst zu sein und jeden Tag mein Leben nicht wahrnehmen zu können, so in etwa, ja. Und macht halt Pausen, wenn man es braucht. Man spürt es, wenn man es braucht und dann... ja, und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Januar. Ich euch auch. Hört auf euch selbst, was ihr braucht. Und dann sagen wir doch mal zusammen... Bis zum nächsten Mal! Bitte abonnieren!